Da sind wir wieder. Es wurde Nacht. Besser ist, jetzt können wir auch hier rein. Das ist eine schicke Waffe, die du da hast, Aiden. Er ist immer noch am Bauen. Ne, die ist alt. Wird per Woll gewaschen. Oh. Ich glaube, die sind wach hinter mir. Au, yo! Mach dich weg! Mann, hau ab, du blöde Drecksau! So. Mama mia. Oh ja, jetzt musst du drunter leiden. Weg mit dir. Rolle Allee. So. Wenn sie... Oh, der... Holy Jesus Christ, motherfucking hell. Aua, ey. Wird angewichst. Ist das ein PK? Nee. Kristall, danke. Mach dich weg, du hässlichen. Oh, what? What the? Wow, yo, 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 come the fuck down, motherfucker! Mein Gott, ihr kriegt da den Hammer in die Birne gerammt, ey. Das verspreche ich euch aber. Ist das schwer, das Ding hier. Ah, ja, der Stuhl zwischengeklemmt. Ah, abreden. C. Behiel ich mich hart. Scheiße, dass ich keinen Pfeil mehr hab, ne? Oder habe ich einen? Null Pfeile. Ich weiß ja immer noch nicht, wie ich die switchen kann. Ich habe Munition, Schockpfeile. Munition für Bögen. Können sie aber nicht verwenden. Weil sie haben Bogen. Richtig. Macht gar keinen Sinn, ne? Ich weiß immer noch nicht, wieso ich keinen... Kann ich einen Feuerpfeil verwenden? Alter, wollen die mich verarschen? Steuerung. Nächste Mausglättung, Tastenzuweisung. Kann man hier irgendwo die Munition ändern? Aktion, Handeln, Integrieren, Überlebenssinn, Zielen, Umschalten, Abwehren, Treten. Läufer im Gewühl. Zielen, Steuerung, Tasten, Nachladen, Leitschirm. Inventar. Kann auch nichts hier drücken irgendwie. Das hat auch nichts getan. Ein Oculus, ja, Hammer, geil. Ach, wir danken dir. So. So, hier die Karte. Jetzt kriege ich meine eigene Sparker-Karte. Dann hier die Dinger looten. Oh Gott, alles mögliche, alles mitnehmen. Keine Ahnung, wie man die Munition wechselt. Ich wollte eigentlich schon längst nachgeguckt haben, habe aber wieder vergessen, dass das überhaupt möglich ist, dass es andere Munition gibt. What?
Dahinter, ne? Danke, Game. Ich mach so. Ich weiß, der geflogen ist, Alter. Ja, mit dem Kristall. Dann mach ich keine Witze. Ey. Guck. Schuhe. Ey. Ah, Männer links. Nice. Nice, Udo. Feldmaske, Parfüm. Hier. Das ist Trash. Geil. Whisky aus der alten Zeit. Oder Welt. Oh, meine Immunität. Nee, Alter, ich drücke hier alle Tasten durch, so. Den Hammer will ich ausrüsten. Eben hier. Ich wollte übersehen, der Schrank hier. Da ist noch ein Schrank. Gazetten. Hier noch ein Schrank. Noch mehr Zigaretten. Nein, da war aber eine Raucherbude hier. Deswegen ist es auch so gelb hier. Verstehe. Voll ekelhaft eingeraucht. Boah. Warte schon mal in so einem gelben Raucherzimmer. Wir haben das auf Arbeit zwischendurch, dass wir in so Raucherzimmer reinkommen. So von so alten Menschen oder so, wo dann so wirklich jahrelang drin geraucht. Also wirklich so. Also ohne Pause. Also wirklich nie, so. Der hat es wieder wert, Alter. Vor allem ich als Nichtraucher. Wenn ich da rein muss, Alter, denke ich immer. Also da kriegst du instant Lungenkrebs, wirklich. Einfach abartig. Deswegen fang damit gar nicht erst an, ey. Auch scheiße, bringt doch gar nichts. Kostet so viel Geld, so teuer. Du wirst aber da sterben. Ich habe deine gefälschten Karten gefunden. So, zeig mir, wie ich auf der Karte aussehe. Wie der Prinz, der du bist. Hier ist deine Sparker-Card. Sieh sie dir an. Komm später wieder, wenn du die Leute treffen willst, denen dein Sparker-Profil gefallen hat. Kann ich jetzt schon wiederkommen? Ich würde gerne wissen, wer mir das gefallen hat. Ich Überlebender wurde verwandelt. Wieder egal. Was ist denn das da für eine Kreatur dazwischen? Ich glaube, ich finde hier nicht meine Liebe. Tagebuch, habe ich sonst noch was? Die ultimative Waffe? Ach ja, wir müssen ja noch zu dem Mönch heilen, da. Ich habe mich ja noch gebetet. Ein dickes Ding. Besiege Unhold in der Brutstätte. Was krieg ich da? Unholdschmetterer. Legendärer Entwurf. Ja, leck mir doch den Nüsschen. Das werde ich gleich machen. Was ist denn dein Problem? Hey! Kleine Pisser, bleib hier! Nur, oh, da spring ich nicht runter, auf keinen Fall! Ach, komm hier! Ich hab eine Weihnachtsquest abgeschlossen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Erstens gibt es Bar gar nicht mehr. Zweitens bin ich gerade von ihm weggelaufen. Jetzt hat er eine Quest für mich. Drittens. Kriege ich dadurch irgendwas noch? Sammlerstücke? Ey, Kapitel hier, ne? Nope. Kriegt er gar nichts dadurch. Bevor du jetzt ankommst mit Was ist Beschiss anderes als ein funkelnder Stein für einen Trottel, prügel ich's dir aus der. Woher dieser Zorn? Woher? Ich bin wie ein Idiot bis ganz oben aufs Viadukt geklettert, für rein gar nichts. Erkennst du es nicht? Du hast die mächtigste Waffe tatsächlich gefunden. Die Beharrlichkeit. Was? Die mächtigste Waffe der Welt ist die Beharrlichkeit.
die du gezeigt hast, als du bis ganz nach oben geklettert bist. Dafür habe ich dich bezahlt. Gib mir mein Geld zurück. Beharrlichkeit überwindet die größten Schwierigkeiten. Und deren Fehlen wird dich zerstören, wie es unsere Welt zerstört hat. Den Krieg noch schneller gewinnen, den Virus noch schneller und nachlässiger erforschen. Was soll es nun sein? Opferst du deine Beharrlichkeit nur, um dein Geld zurückzubekommen? Ach, behalt das Geld, die 200 da. Wenn du es so sehen möchtest, ja, dann hab ich wohl etwas gelernt. Was ist jeder Moment anderes als eine Gelegenheit zu lernen? Pass auf dich auf. Ja, du auf dich, mein Freund. Die ultimative Waffe. Ich überlege mir jetzt den zurück. Ja, komm, wir gehen da eben hin. Nein, ach, ja. Doch nur nach vorne springen. Was soll ich denn jetzt hier unten? In der Masse der Toten, Alter. Ah, ich hasse Aiden. Ich hasse Aiden. Ich hasse Aiden. Ja klar, macht der da eine Rolle drauf. War doch sonst. Man hört immer Leute rumschreien, aber man sieht nie wirklich, welche irgendwie getötet werden, ne? Auch so random. Ah. Gefalle ich dir, Mausi? Bist du wegen der Sparker-Karte hier? Wonach suchst du bei Sparker? Was meinst du damit? Naja, weißt schon, manche Leute kommen nur wegen einer Sache hierher. Ich suche nicht die große Liebe. Es wäre schon schön, jemanden für eine langfristige Beziehung zu finden. Wäre schön, jemanden zu treffen, Freunde werden und dann weitersehen. So denkst du von mir? Irgendwie süß. Vielleicht können wir spazieren gehen? Klar, sag mal, hättest du was dagegen, ab und zu auf meinen Mo aufzupassen? Meinen Sohn? Warte mal, was? Würdest du nicht gern Zeit mit ihm verbringen? 13-Jährige sind echt toll. Das beste Alter eigentlich. Du könntest ihm ein paar Parkour-Tricks zeigen, ein bisschen Kampfsport. Weißt du, Mo könnte eine Vaterfigur gut brauchen. Warte mal, du bist bei Sparker, weil du einen Babysitter suchst? Er ist kein Baby. Hast du nicht zugehört? Ich hab doch gesagt, ich habe einen Job auf einer Farm. Also, wie wär's mit einem Beutel Kartoffeln pro Stunde? Also, du hast bestimmt einen tollen Jungen und ich würde dir auch gerne helfen, aber bei mir ist einfach gerade zu viel los, okay? Klar, Aiden. Schon kapiert. Viel Glück bei all dem. Fucking Mo, ich hab doch Mo schon gerettet. Was ist das hier unten für ein Geräusch? Könnte mal leise sein. Ich versuche hier gerade Frauen aufzureißen. Wobei das auch nicht so gut funktioniert hat. Die will mir ihr Blach andrehen. Selber darauf keine Lust. Treffen Sie sich. Uah. Was ist denn hier unten los? Unbekannter Ort. Wo soll denn dieser Ort sein? Blö, unbekannter Ort. Wieso redet ihr am Mikrofon immer? Das ist alles hier nicht so wie wir heute. So, wie komme ich denn da rein in die Bude? Ich sehe nur Fragezeichen. Aber keine Eingänge, nichts. Ah, vielleicht da. Perfekt. Na, guten Tag. Ja, halt dich fest, Aiden. Nicht rein. So, ich kann mir eben den Wegpunkt da wegmachen. Ich
Moin, was hast du so? Tarnaxt. 2K. Verkauf dir was für 3K und kaufe was für 2K. Das will ich auch alles haben. C. Bombe nehme ich auch. Molotow. Molotow irgendwie gar nicht so lohnenswert, ne? Das nehme ich. Das nehme ich. Der Kollege hier, was für Pfeile? Du brauchst doch ganz sicher das Beste. Hier bist du genau richtig. Oder Upgrades auch nicht schlecht. Aber irgendwie. Wenn du das Beste willst, komm hierher zu. Hallo Maya. Die hier. So eine hübsche, die würde ich nehmen. Mal ausführen. Ich wollte falsche Szene angemacht, ich wollte mich kurz muten, sorry, ich muss mir kurz niesen. What the fuck ist das, die Pyramidenklinge? Holy damn, Jesus, das sieht aus wie etwas aus fucking Final Fantasy. Ja, damit. Oh, 4K, Alter, 4K. Teurer Spaß. Oxidationsmittel nehme ich. Den Bogen. Artefaktbogen. Ja, einen Bogen habe ich ja schon. So ein Scheiß. Die Leute beschweren sich immer. Öffnen Sie sich mit Sophie auf den Bar. Ja, das habe ich vor. Hi, Sophie, du hast ja. Eigentlich auch cool, ne? So eine kleine Mini-Hütte hier dann. Feier das, dass sie die Kathedrale so cool umgebaut haben. Das finde ich echt eine coole Idee. Gefällt mir sehr. Das ist Wahnsinn, Sophie. Die Peacekeeper haben mehr Waffen. Mehr Männer. Sie werden uns wie Würmer zerquetschen. Aethor mag zwar mehr Männer haben. Wir haben aber den Heimvorteil. Heimvorteil? Du bist verrückt. Ich verbiete es. Solange ich den Basar leite, wird niemand die Peacekeeper angreifen. Du leitest den Basar nicht mehr. Was? Du bist kein Anführer, Karl. Das warst du nie. Deinetwegen haben wir Leute verloren. Kristalle. Du wurdest beinahe selbst umgebracht. Meine Mutter wollte einen freien Basar. Keine Sklaven zu Diensten der Peacekeeper. Ich will den Frieden hier wiederherstellen. Du kannst mir dabei helfen. Oder gehen. Roger, Humphrey, verhaftet sie. Was macht ihr da? Sie wollen den Basar verraten. Roger! Du hast keine Macht mehr, Karl. Du willst wie deine Mutter sein? Dann wirst du Blut an den Händen haben, Sophie. Viel Blut. Karl hat recht. Wir haben keine Chance in einem offenen Kampf. Sophie, was zum... Deswegen werden wir sie zuerst schwächen. Was meinst du damit? Wir werden ihre Hauptstromquelle ausschalten. Ohne UV-Lampen kann Aethor seine Basis nicht verteidigen. Sie werden aus den U-Bahn-Tunneln getrieben und von ihrem Waffenarsenal abgeschnitten. Wie soll mich all das zum Zentralring bringen? Sobald Aethor geschwächt ist, wird er sich zurückziehen, um auf Verstärkung zu warten. Dann schaffst du es zum Zentralring, Aiden. Aber zuerst müssen wir das Windrad in die Luft jagen. Und zwar schnell. Bevor Aethor Wind davon bekommt, was wir vorhaben. Barney, versammle unsere Leute. Macht euch bereit. Roger und Humphrey, geht zur Waffenkammer. Stattet jeden mit einer Waffe aus, der kämpfen kann. Du, Aiden, du gehst zu Alberto und Vincenzo. Sie werden dich in den Plan einweisen. Okay. Gemeinschaft und Freiheit, Aiden. Gemeinsam werden wir siegen. Ich hab mich doch für gar keine Seite bis jetzt entschieden. Wie wär's denn mal mit... Herkomm, Bruder. Ich will mit Argon reden. Ach komm, was hältst du denn davon? Oh nein, nicht mit ihm reden. Oh. Hey, Alberto. Deine neue Rüstung taugt doch nichts. Die ist eher was für einen Käfer als für einen Menschen. Ja, die ist viel zu dünn. Banause! Käferpanzer bieten idealen Schutz. Das ist bestes Handwerk auf dem besten Material, nämlich aus... Oh je, dem raucht der Schädel, nicht zu übersehen. Ich glaube, der platzt gleich. Titan, die Rüstung wurde mit Titan vom Schrottplatz verstärkt.
deshalb ist die so leicht und schützt besser. Also seid nicht so gehässig. Oh, warum sagt er das nicht gleich? Mal sehen. Danke, Vincenzo. War doch nicht nötig. Schon okay, Papa. Ach, die beiden haben gerade die letzten Titanwesten angesackt. Deshalb bin ich nicht hier. Sophie schickt mich. Du sollst mir irgendeinen Plan verklickern. Der Plan? Mein Plan? Hat Carl zugestimmt? Carl hat zugestimmt? Hörst du, Vincenzo? Nicht Carl, Sophie. Erzählst du es mir oder muss ich raten? Das Windrad. Wir jagen das Windrad in die Luft. Bingo! Das große Windrad, das PK-Hauptquartier mit Strom versorgt. Wir brauchen aber zuerst die Sprengladungen, die Jack und Joe am Wasserturm gelassen haben. Würdest du sie uns bringen, Pilger? Sobald es hochgegangen ist, gehen alle UV-Lampen im PK-Hauptquartier aus. Dadurch können die Infizierten sie angreifen. Old Villador wird wieder frei sein. Und du? Du kannst problemlos durch die Giftwolke durch. Und zum. Wie heißt der noch? Zum Zentralring? Zum Zentralring. Richtig. Woher weißt du, dass die PKs sich zurückziehen und nicht zurückschlagen werden? Weil Papa dieses Windrad entworfen hat. Er kennt es in- und auswendig. Und es ist die einzige Stromquelle der PK-Basis. Ohne das Windrad werden es die PKs keine weitere Nacht in Old Villador aushalten. Wir müssen aber schnell handeln, bevor die Peacekeeper Wind von unseren Plänen bekommen. Also, bist du dabei? Gibt es keine andere Möglichkeit? Okay, also, das Windrad versorgt alle UV-Lampen der PKs mit Strom? Ja, so ist es. Das gibt Opfer ohne Ende. Nur wenn die PKs nicht kehrt machen und dahin gehen, wo sie hingehören. Sie haben uns das Windrad geklaut. Es gehörte uns, Lukas und seine Leute. Als sie kamen, verdammt! Es geklaut ist. Genau. Sie klauten es. Ohne Strom wird Aether niemanden hier halten können. Wir haben Generatoren, kleinere Stromquellen. Sie brauchen eine große Stromquelle. Sie werden sich zurückziehen müssen. Und bevor sie mit Verstärkung vom Zentralring zurückkehren, werden wir selbst den Tunnel versperren. Ihr Commander Jack Matt wird keinen Kampf im Dunkeln riskieren, während ihm die Infizierten und Abtrünnigen im Nacken sitzen. Old Villador wird wieder uns gehören. Und du wirst ins Stadtzentrum kommen. Okay, dann mal los. Okay, ich bin dabei. Okay, geh zum Wasserturm. Wir werden die Sprengladungen verwenden, mit denen Jack und Joe ihn in die Luft jagen wollten. Gib mir Bescheid, wenn du dort bist. Achso, ich habe doch die Sprengladung schon, oder nicht? Revolution. Gehen Sie zum Wasserturm, um den Sprengstoff zu holen. Brandneue Ware. Ah, gib mir her. Sehr gute Qualität. Haut, der Typ geht mir auf die Eier, ne? Ganz ehrlich. Ach, schon sind wir, ich vorher schlafen gehen, ne? Was sagt die Uhrzeit? 2 Uhr, ja. Was hat der? Hat der noch was Neues? Nope. Nope. Wo komme ich denn hier nochmal hoch? Da. Gehen wir eben schnell pennen. Und dann greifen wir die Keypiece an. Ins Versteck. Die Schaufel hier dann. Warum? Nimm mir die Schaufel mit, Alter. Ganze blaue Scheiße kannst du da reintun. Die da auch. Komm, rein damit. Wie viele goldene Sachen hier. Boah. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oronin-Outfit. Ah ja. Mal eben kurz pennen gehen. Bin ich. Neuer Tag. Gleiche Scheiße. Bonus bei Nacht 155. 168. Ich hab dir Geld.
Ich. Das war gut für mich. Ich konnte nicht an, dass es Betrüger waren. Ah, Mäuschen. Hörst du dir eigentlich mal selbst zu? Hat der was Neues? Ein Heizungs haben wir, ja. Dann nehme ich das Lichtding hier. Bei ihm gucke ich gerne rein, der hat immer guten Stuff. Zu 90%. Ja. Vielleicht so. Gibt es die Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen. Du kannst es hinbiegen, indem du dir überlegst, wie du es mir zurückzahlst. Und zwar schnell. So, dann wollen wir mal losgehen. Was sich an diesem Ort befindet, musst du herausfinden, indem du dorthin gelangst. Dann wäre ich mal lieber auf der anderen Seite rausgegangen. Scheiße, ey. Muss ich ja einmal drumherum rennen. Oha! Ja, genau, da klettert der Sodo, aber wenn ich da über so ein. Ach, komm, hör auf. Hier laufen überall Infizierte rum. Wie kannst du. Überhaupt, wie kannst du keine sehen? Kein Problem, hast du mir zu verdanken, Bruder. Oh, moin, Jungs. Darf ich jetzt wieder den ganzen Turm darauf klettern oder muss ich nur unten rein? Oh, Matratzen. Fuck. Was ist denn hier passiert? Also, sind ja alle tot oder was? Manchmal frage ich mich, was vor all dem hier einfach angegriffen wird. Tot nicht, aber angegriffen anscheinend. Ja, was ist hier passiert? Was ist hier los? PKs. Sie haben uns nach Waffen durchsucht, haben unsere Molotow-Cocktails gefunden und sind dann durchgedreht. Haben jeden in Sichtweite abgeschlachtet. Da hat uns scheinbar jemand auflaufen lassen. Wer? Und wo sind die Bomben für Alberto? Wir konnten ein paar davon rausschicken. Die Kuriere haben sich zuletzt in der Nähe des Star Square gemeldet. Dann Funkstelle. Ist denn da gerade links? Alberto, die Sprengladungen sind verschwunden. Ich gehe zum Star Square. Da wurden sie zuletzt gesehen. Oh, oh, ganz genau. Ich? Ja. Sei vorsichtig. Irgendjemand hat uns verraten und verkauft. Finde die Ladungen. Ohne sie kann der Plan nicht laufen. Ich tue, was ich kann. Ich melde mich. Also haben die einen Spitze. Boah, Alter. Tschung. So, was ist hier unten los? Wahrscheinlich da rein, ne? Ich krieg ja gar nichts mit. Ja geil, dass er einfach durch und durch den anderen grabbt. Oh. Bitte warten. Einfach. Was? Ja. Komm. Scheiße, Amigo. Ziemlich heftiger Kampf. Haben die PKs den Transport überfallen? Sie haben alles und jeden durchsucht. Die Bomben haben sie gefunden. Sie hatten sicher einen Hinweis. Haben sie alles mitgenommen? Weiß nicht. Auf einmal bekamen sie Angst. Was? Wo sind die Sprengladungen? Hey! Sie waren auf dem Hof. Komm, vielleicht haben sie ja nicht alle geklaut. Zum Glück sind die Infizierten aufgetaucht. Da sind alle abgehauen. Die Bomben haben sie wohl liegen lassen. Komisch, dass sie die nicht genommen haben. Waren doch kaum zu übersehen. Trottel. Howdy! So ein Scheiß. Alter, wir haben voll erschrocken. Leck mich am Arsch. Haha, na. Damit hab ich nicht gerechnet, Alter. Well played. The fuck?
Zwei Unheude! Ja, genau! Komm, dann schlag zu, du. So, Nummer 1 ist tot. Das hat man. So ist er mit Event-Sachen. Komm, du auch. Ja, yeah, what the fuck, Junge? Halt um, du Flap. Lass mich nicht looten. So, gib mir die Bomben. Alter Schwede, was ist hier los? T4. Hab ich doch eh schon. Ich hab doch selber welche aufgesammelt, als ich das gelootet habe. Wieso hab ich die denn nicht mehr? Weißt du, da ist so eine alte Pissschaufel. Was soll ich denn damit? Oh, ah! Leg! Mach dich weg, du Pfeife. Mach schnell auf. Mach schnell auf. Eins. Walker-Jacke. Ja, genau. Noch so ein. Oh. Hier verpasse ich ein. So. Halt oben. Danke. Mein Gott. Das ist doch mal irgendwann. Ja, genau, halte ich ja fest. Ist doch mal irgendwann gut hier. Alles wie doof explodieren muss. Hau mir ab mit dem Rohr, Alter. Ja, sieht ein bisschen aus wie Neo aus DBD, ey. Easter Egg vielleicht. Alberto, ich habe die Sprengladungen. Großartig, sehr gut. Worauf wartest du dann noch? Komm wieder her! Schon unterwegs. Oh, nice. Ein bisschen komisch, aber... Auf dem Schreck da rumlaufen ist aber echt scheiße, ne? So. Das ist echt nicht cool. Oh, dein Fleisch kannst du dir selber wegliefern da. Da unten, der PKs. Weil ihr Schweine das. Ist der Quest? Sind's Lilien, Rosen? Sind es nicht, denn diesen Duft verströme ich. Kann nicht benutzt werden. Schlechtes Jahr. Oh, da hat aber jemand einen schönen Tag, hä? Oh, den schönsten jemals. Komm schon, schnupper mal. Schnuppern? Woran? An mir. Der Gestank ist weg, nicht wahr? Also, wie rieche ich? Mehr nach Lilien oder nach Flieder? Was denkst du? Mehr nach Lilien. Keine Ahnung. Nach Lilien, denke ich. Lilien sind mein Lieblingsduft. Endlich kann ich der wunderbarsten Frau der Welt ohne Scham gegenübertreten. Und alles dank dem Mann, der die Hähne öffnete für die... Moment mal. Heilige Scheiße! Du bist das? Bist du Aiden? Möglich. Wenn das so ist, kann ich dich um etwas bitten? Es gibt da etwas ganz Bestimmtes, das ich meiner Madeline geben möchte. Okay, was? Ein rotes Kleid aus dem alten Kleiderladen am Anfang der Station Road in Quarry End. Das mag vielleicht komisch klingen, aber Madeline, sie hat mal so ein Kleid getragen.
Es wird unsere Erinnerungen an früher zurückbringen, bevor... Naja, bevor all das hier geschehen ist. Bevor ich dort hineinkomme, bin ich alt und grau. Verstehst du? In der Zwischenzeit hat irgendein feiner Schnösel meine Madeline umgarnt. Okay, du hast also nicht viel Zeit. Genau. Schau mal, siehst du das Bild hinter mir? Dort siehst du, wonach du suchst.